Das heißt, der Weg von Rasulullah sallam ist der einzige Weg, liebe Geschwister, den wir folgen müssen heute. Ein Mann kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er kam mit schweren Füßen, Schritten zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehr schwere Schritte, subhanallah. Man sah die Sorgen in sein Gesicht. Große Sorgen. Trauer. Was ist los? Hast du jemanden verloren? Bist du geschieden? Hast du Schulden? Was hast du? Kein Essen zu Hause? Was gibt's? Gibt's Ärger bei der Arge? Was gibt's? Was sind deine Sorgen? Heute bekommen wir einen Brief von der Arbeit. Ja, du bist gekündigt. Er hat gebetet, er hat aufgehört. Es ist nicht so bei vielen, dass die einen Brief von der Arbeitsamt oder irgendwoher, dieser Brief kommt, verändert sein Leben. Stellt sein Leben auf den Kopf. Vorher hat er gebetet. Manche Menschen dienen Allah am Rande des Islam. Geht es ihnen gut? Er ist ein wahrer Diener. Prüft ihn Allah, er verlässt sein Glauben. Für einen Brief. Subhan Rabbil Alamin. Ein Sahabi geht, um seine Bedürfnisse zu erledigen in der Einsamkeit. Al-Khala. Kehrt zurück mit 17 Dirham, Dinar aus Gold. Hat weder gearbeitet noch etwas dafür getan. Was ist der Grund? Sagt, er saß dort, wo er seine Bedürfnisse erledigt hat, und eine Maus kam rein, hat jedes Mal einen Dinar aus Gold rausgeholt. Er nimmt es mit, geht zu Rasul und sagt, ja Rasul, das und das ist mir passiert. Sagt, ذَلِكَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ. Das ist ein Rizq, welcher dir Allah bis zu dir brachte. Warum hat Allah seinen Rizq gebracht? Weil dieser Mann besitzt die Voraussetzung, تَقْوَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Das sich hüten vor Allah subhanahu wa ta'ala und die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala und die Wahrhaftigkeit mit Allah, die wir leider verloren. In tasduqullah yasduqkum. Seid ehrlich mit Allah, seid wahrhaftig mit Allah, dann wird Allah euch gleich behandeln, subhanahu wa ta'ala, wie Ibn al-Jawzi sehr schön gesagt hat. Seid so, wie Allah will, dann wird Allah mehr sein als das, was ihr wollt. Willst du, dass Allah gut zu dir ist? Willst du, dass Allah deine Probleme löst? Willst du, dass Allah deine Bittgebete erhört? Heute klagen fast die meiste Umma, klagt, wir heben Hände zu Allah in Mekka, Medina. Ja Rabb, hilf uns. Ja Rabb, unterstütze uns. Keine Hilfe und keine Unterstützung. Warum? Wir erfüllen nicht die Voraussetzungen. Und die sind viel. Vielleicht ein anderes Mal reden darüber. Aber eine davon ist Taqwa Allah Azza wa Jalla. Wer Allah fürchtet, subhanahu wa ta'ala, und wer sich hütet vor Allah, subhanahu wa ta'ala, vor den Sünden, vor dem, was Allah verboten hat, und folgt Allah und den Gesandten. Allah wird ihm von all seinen Angelegenheiten eine Lösung geben. Allah wird ihm immer seine Angelegenheiten erleichtern. Und Allah ist immer da, subhanahu wa ta'ala, wenn er ihn braucht. Sagt nicht Rasulullah sallam in Hadith, ja Ghulam, zu Ibn Abbas. Er sagte, ja Ghulam, oh Jünglinge. Er war noch jung. Aber hier ist ein Beweis, für die, die sagen, sein Sohn ist 10 Jahre alt, ist noch nicht Zeit, um zu lernen. Wann willst du erst, wenn er 30 Jahre alt ist? Ab dem Moment sollst du deinen Sohn lehren. Ein Mann kam zu einem Gelehrten, ich glaube, Ibn Hajr al-Asqalani. Sein Sohn war, glaube ich, 6 Monate alt. Er kam, sagte, Scheich, ich möchte wissen, wie ich meinen Sohn zu erziehen habe. Sagte, dein Zug ist schon abgefahren. Der eine sagt, 10 Jahre und denkt darüber nach. Ist noch Zeit. Wie, Achi, ist noch Zeit? Der ist schon 10. Rasul sagt, ja, Ibn Abbas, ja, Ghulam, bewahre Allah. Ahfadillah, ahfadik. Das ist unser Problem heute. Bewahre Allah. Dann wird Allah dich bewahren. Ahfadillah. Wie sollen wir Allah bewahren? Braucht Allah jemanden, der ihn bewahrt? Nein. Allah braucht niemanden. Huwal Aziz. Er ist der Unbesiegbar. Huwal Hayyul Qayyum. Er braucht niemanden. Subhanahu wa ta'ala. Alle brauchen Allah, aber Allah braucht niemanden. Subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jal. Aber wie bewahren wir Allah? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam erklärt es. Sagt, Allah hat euch Pflichten auferlegt. So haltet sie ein. Allah hat euch Sachen verboten. So vermeidet sie, sagt Rasulullah sallam. Und Allah hat euch Grenzen auferlegt. So überschreitet sie nicht. Sinngemäß. Wie oft haben wir die Grenzen überschritten? Allahu Akbar. Wie oft, liebe Geschwister? Und wir wundern uns noch, dass wir nicht unterstützt werden von Allah subhanahu wa ta'ala. Fehler liegt nicht bei den Kuffar. Ich schwöre bei Allah, die Fehler liegen nicht bei den Kuffar. Sondern hier, bei uns selbst. Hier drin ist das Problem. Hier drin ist die Krankheit.
Wenn jeder in sich selber hineinschauen wird, wie er sich im Spiegel öfter hineinschaut, um zu sehen, wo liegt die Krankheit, dann werden wir viele Krankheiten sehen, liebe Geschwister. Dann haben wir keine Zeit mehr, über andere zu denken. Wir haben nur noch Zeit, vielleicht bis zum Tod, um uns über uns selber nachzudenken und uns selber zu verbessern, bevor wir Allah subhanahu wa ta'ala treffen. Bewahre Allah. Dann wird Allah dich bewahren. Allah bewahrt dich in dein Dien. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Allah bewahrt dich in dein Dunya. Allah bewahrt dein Besitz. Allah bewahrt dein Kinder. Lesen wir nicht oft in Surat al-Kahf, Yawm al-Jumu'ah, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Geschichte zwischen Musa und Al-Khidr, alayhi salam, die Geschichte mit der Mauer. Was hat Allah in dieser Mauer bewahrt? Für wem und warum? In dieser Mauer war ein Schatz drin. Für zwei Kinder. Allah sagt im Koran, was? Kana abuhuma salih. Allahu akbar. Deren Vater war tugendhaft. Deren Vater war fromm. Wegen der Tugendhaftigkeit des Vaters und weil er so fromm war, weil Allah ihn hier als Salih nennt, Allah hat seine Kinder nach Kommenschaft bewahrt. Bewahre Allah. Dann wird Allah dich bewahren. Umar ibn Abd al-Aziz sagt, Allah bewahrt die siebte Nachkommenschaft von einem von euch, nur weil der Vater fromm war. Wegen der Tugendhaftigkeit des Vaters. Und die Mutter genauso, nicht nur der Vater, die Mutter genauso. Sei du heute tugendhaft, bewahre Allah. Dann wird Allah dich bewahren, subhanahu wa ta'ala. In allem, was du besitzt und das Beste, was dir passieren kann, Allah bewahrt dich in dein Dien. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, wurde hart geprüft. Er hat immer Allah gedankt für die Prüfung. Hat man ihn gefragt, warum du bist in einem schlimmen Zustand und du dankst immer noch Allah? Er sagt, ich danke Allah, dass er mich nicht in meinen Dien geprüft hat. Weil Allah dich anfängt, den Dien zu prüfen, das ist gefährlich. Und das sehen wir heute bei vielen Muslimen und Muslimat. Die stehen am Rande des Islam. A'udhu billah. Wallahi, wenn du deinen Dien verloren hast, du hast alles verloren. Dunya und Akhira hast du verloren. Dein Dien ist das Wichtigste. Wallahi, das Wichtigste. Allahumma hafizna Rabb. Eine kleine Geschichte. Ich habe gedacht, 5 Minuten, ne? Allahu Akbar. Jetzt haben wir, sind 4 Minuten. Noch eine Minute, inshallah. Ich will euch eine Geschichte erzählen von Imam Ahmad, rahimahullah. Warum diese Geschichten? Viele sagen, Abu Ubaid erzählt viele Geschichten. Es ist, alhamdulillah, Allah, es ist erst von Allah. Allah, subhanahu wa ta'ala. Und diese Methodik ist die beste Methodik für Da'wah. Warum? Weil Allah sie verwendet im Koran. Und im Koran gibt es eine Sura, heißt Al-Qasas. Allah erzählt Geschichten im Koran. Wie oft lesen wir im Koran? Sind Geschichten von vergangenen Völkern, die geglaubt haben, die nicht geglaubt haben, was Allah mit ihnen gemacht hat, subhanahu wa ta'ala, als Zeichen für die Nachkommenden. Als Ermahnung für uns, dass wir uns in Acht nehmen, dass wir nicht den gleichen Weg folgen von denen, die nicht geglaubt haben an Allah subhanahu wa ta'ala und an die Propheten damals. Und dass wir den Weg der Frommen gehen, inshallah, rabbil alamin, mit Allahs Hilfe. Al-Imam Ahmad, rahimahullah. Jeder kennt Al-Imam Ahmad. Es gab in seiner Zeit ein Mann, der zu ihm kam und sagte, ja, Imam Ahmad, wir haben ein Mädchen, ist von einem Djinn besessen. Und das hören wir heute oft. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam, was hast du, ich habe einen Djinn. Assalamu alaikum, was hast du, ich habe noch einen Djinn. A'udhu billah, ganze Mannschaft. Die Grenzen sind offen, es ist normal, dass der Djinn reinkommen kann. Die Toren sind offen, die betet nicht, die fastet nicht, kein Hijab. Und der andere trinkt Alkohol noch dazu, nimmt Drogen sich und wundert sich, dass ein Djinn bei ihm zu Hause lebt oder in seinem Körper drin ist. A'udhu billah. Möge Allah uns bewahren, subhanahu wa ta'ala. Aber jetzt achtet, liebe Geschwister, auf die Kraft des Iman. Und wirklich, der Hadith, bewahre Allah, dann wird Allah dich bewahren, subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad, rahimahullah, saß, kommt ein Mann gerannt, sagt, ja, Imam Ahmad, wir haben ein Mädchen, die ist von einem Djinn besessen, wir brauchen deine Hilfe. Imam Ahmad ist nicht aufgestanden, er sagt, ich gehe mit. Er sagt, hier, nimm mir ein paar Schuhe mit und leg sie am Kopf dieses Mädchen und sagt zum Djinn, Imam Ahmad ist unterwegs zu dir. Allahu Akbar. Heute 10 Mal lesen wir auf ein Mädchen oder eine Frau oder einen Mann, gar kein Djinn reagiert. Er ist drin, aber er hat keine Angst mehr.